Ja, das ist meines Erachtens ein Fall, der relativ klar ist. Der Druckschmerz unter dem rechten Rippenbogen, hier ist ja die Gallenblase, wird beschrieben. Es wird beschrieben, ganz typisch, auch zum Beispiel ein Schmerz beim Husten, nicht? Oder dass dann erschüttert wird, das kranke oder die erkrankte Gallenblase. Und es wird auch geschildert, dass sich der Stuhl, wenn auch nur flüchtig, in der Beschaffenheit verändert hat. Er ist fettig geworden. Wie kommt das zustande? Ein Gallenstein, der eine Gallenkolik auslöst, üblicherweise ist möglicherweise abgegangen und hat dann vorübergehend den Ausgang der Bauchspeicheldrüse verlegt. Der Bauchspeichel konnte nicht abfließen und die Verdauungsfunktion, die er hat, ausüben, und so ist dann der Stuhl eben mit unverdautem Fett versetzt. Weil das hier auch relativ stark betont wird in diesem Film, zum Stresselement zu sagen ist, das Einwirken von psychosomatischen Faktoren oder das Auslösen von Erkrankungen, zum Beispiel im Bauchraum durch psychosomatische Faktoren, wird immer wieder verschieden hoch gewertet und gewichtet. Klassischerweise ist es ja das Magengeschwür, ne, das als psychosomatische Krankheit gilt. Das stimmt so auch nicht. Ja. Für Gallenleiden ist es wesentlich weniger noch, obwohl es auch hier Überlegungen gibt und Beobachtungen zu beobachten. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, wenn ein Mensch psychisch belastet ist oder erschöpft ist, ausgelaugt, ich glaube, es fast logisch, gerät es manches Mal aus dem Blick, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass er erkrankt, wesentlich häufiger. In der Szene 2 kommt es dann zu wiederholtem Erbrechen. Das wird als schleimiges Erbrechen fehlinterpretiert. Vermutlich ist das ein mit Magensaft vermischtes Gallensekret. Es kommen dann noch einige sehr charakteristische Symptome. Aufgrund der Nervenversorgung der Gallenblase kommt es oft oder nicht selten zu Schmerzen im Bereich der rechten Schulter und zu einer Ausstrahlung in den Rücken. Das ist die sogenannte Hetsche-Zone der Gallenblase. Die Patientin hat danach noch weitere Risikofaktoren. Ganz klassischerweise sind Gallenblasen, das natürlich überhaupt nicht bedeutet, dass es nicht andere Menschen auch haben können, ganz klassischerweise sind Patienten mit Gallensteinen, ja, so um die 40 Jahre alt und noch, vielleicht noch kleine Kinder auch, weiblichen Geschlechts, das ist auch häufiger, und um das Klischee vorstellen zu machen, dass man wirklich immer wieder mal sieht, sie werden dann auch noch blond. Ja, das ist so ein einprägsames Bild. Ein Übergewicht scheint auch vorzuliegen. Das ist nämlich auch ein Risikofaktor. Und ein Diätversuch mit raschem Gewichtsverlust, das wird alles hier beschrieben, und die Einnahme von cholesterinsenkenden Medikamenten. Das ist also eine ganze Menge von Faktoren, die die Entstehung von Gallensteinen begünstigen und deswegen auch eine Gallenkolik nahelegen als Diagnose hier. Die Magenschleimhautentzündung, die Gastritis, ist eine sehr häufige Erkrankung. Es ist aber aus dem hier geschilderten praktisch nicht abzuleiten. Der Schmerz ist doch anders lokalisiert, also unter dem Brustbein, obwohl das schon auch hier herüberstrahlen kann bei einer Gallenkolik. Also darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen, rein auf die Schmerzlokalisation. Aber so eine Gastritis kommt ja meistens zustande durch irgendeine aggressive Mahlzeit, durch Alkohol. Konsum durch magenaggressive Medikamente und dergleichen. Und es ist dann auch das veränderte Stuhlverhalten, die Blähungen, das ist alles nicht gegeben hier bei einer Gastritis und wird im Film beschrieben. Und deshalb ist diese Diagnose also unwahrscheinlich.
Das Magen-, Zwei-Finger-Darm-Geschwür ist ebenso kaum anzunehmen. Man soll es vielleicht, weil es ein ernsthaftes Krankheitsbild ist, immer im Hinterkopf behalten. Auch Schmerzen, die der Nahrungsaufnahme zuzuordnen, ist ganz trügerisch, da kommt man auf keinen grünen Zweig. Schmerzen im gleichen Bereich wie bei der Gastritis. Und wenn es sich um ein blutendes Magengeschwür, ein absoluter Notfall handelt, pechschwarz verfärbte Stühle, aber insgesamt hier also auch ein Bild, das nicht dazu passt und die Diagnose nicht wahrscheinlich erscheinen lässt. Der Hinterwandinfarkt des Herzens ist insofern nicht uninteressant und vielleicht auch für den Laien im Hinterkopf zu behalten, weil gerade bei Frauen, betroffene Frau ist allerdings noch doch sehr jung, aber das schließt es auch nicht aus, weil ja der Hinterwand des Herzens mehr oder weniger dem Zwerchfell anliegt und also an den Bauchraum angrenzt. Bei Frauen mit Hinterwandinfarkt des Herzens kann es untypischerweise, und da kann man auch als Arzt oder im Spital in die Irre gehen, kann es untypischerweise auch fast nur Bauchsymptome geben, also Erbrechen, Bauchschmerzen und so weiter. Insgesamt sind die Patienten aber natürlich dann schon deutlich krank und haben auch Ausfallserscheinungen des Herzens, davon ist ja keine Rede, also ist auch diese Diagnose nicht anzunehmen. Die Bauchspeicheldrüsenentzündung, ja, da können wir sagen, das kommt nicht in Frage, das kann zwar eine Folge eines Gallensteinleidens sein, aber die Bauchspeicheldrüsenentzündung ist eine extrem schmerzhafte Erkrankung. Da gibt es kaum Raum, um irgendwelche Überlegungen anzustellen. Das spielt sich blitzartig ab und aufgrund der Heftigkeit der Schmerzen ja oft so gürtelförmig verspürt werden und ja auch überhaupt nicht beschrieben sind in dieser Weise, ist diese Diagnose ebenfalls unwahrscheinlich. Eine banale Magen-Darm-Grippe, ja, eine Gastroenteritis, ist ebenfalls eher nicht anzunehmen, denn es ist doch ganz selten, dass Durchfall bei einer solchen Erkrankung nicht dabei ist und auch Schmerzen unter dem rechten Rippenbogen sind für eine, und zwar nur dort lokalisiert, sind für eine Durchfallserkrankung komplett untypisch. Die Diagnose Magenkrebs ist vielleicht erwähnenswert insofern, weil natürlich immer wieder auch an Krebsleiden gedacht wird von den Menschen, wenn sie irgendwelche Beschwerden haben, vor allem wenn diese Beschwerden eher chronisch sind. Der Magenkrebs ist diagnostisch ein großes Problem, weil er sehr, sehr wenig bis fast keine Frühsymptome hat. Das ist nur so ein komisches, vages, nicht einmal recht Schmerzgefühl im Magen. Da gibt es dann so Regeln beim, oder Empfehlungen, die man als Arzt hat, wenn so ein Zustand über 6 bis 8 Wochen andauert, dann sollte man also eine Gastroskopie machen, eine Magenspiegelung. Allerdings ist der Magenkrebs aus Gründen, die man nicht kennt, in Europa in der Häufigkeit in den letzten Jahren extrem zurückgegangen. Man sieht also kaum noch Menschen, die daran leiden und deshalb und auch weil die Symptome ganz anders sind, ist also auch dieses Krankheitsbild als unwahrscheinlich zu betrachten. Schlussendlich die Fructoseintoleranz ist genauso wie die Laktoseintoleranz ein Krankheitsbild, das häufiger zu werden scheint, das immer häufiger diagnostiziert wird. Was ist das? Da sind die Menschen nicht imstande, Fruchtzucker abzubauen oder zumindest die zugeführten Mengen an Fruchtzucker. Fruchtzucker ist also zunehmend in verschiedensten Nahrungsmitteln enthalten und das führt dann zu Blähungen, zu unspezifischen, meistens nicht so heftigen Schmerzen im Bauchraum, zu Übelkeit, aber die Lokalisation unter dem rechten Rippenbogen wiederum und die Gesamtkonstellation der Symptome machen so eine Fructoseintoleranz als Erklärung für die Erkrankung ebenfalls unwahrscheinlich. Bei der Gallenkolik gibt es eine Regel, vor der man eigentlich nicht abweichen sollte. Wenn man
wie das gar nicht so selten ist, zum Beispiel im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung oder einer Röntgenaufnahme, zufällig sieht, dass eine Person einen Gallenstein hat, dann sollte man den eigentlich in Ruhe lassen. Es ist ein asymptomatischer Gallenstein. Hier zu operieren ist irgendwie nicht nach den Regeln der Kunst, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Operation was passiert ist, höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass man dem Patienten was Gutes tut. Sobald aber, wie in diesem Fall, Symptome eingetreten sind, ist eigentlich die Operation angezeigt. Und zwar sagt man heutzutage möglichst schnell, da sollte man sogar keinen Zwischenarm lassen, wenn geht. Es gibt dann auch noch Verfahren wie die Gallensteine medikamentös aufzulösen oder mit Stoßwellen zu beschießen, nicht diese Lithotripsie, aber diese beiden Verfahren sind komplett in den Hintergrund getreten. Die Operation ist auch, um dann Folgeerkrankungen wie die erwähnte Bauchspeicheldrüsenentzündung, die verheerend sein können, auszuschließen, auf jeden Fall angezeigt.